Anoya ruft Annette an. Sie sagt, oh Lucy, Mann, oh Mann, ich fühle mich gerade so fett wie nie. Ich probiere Detox wie Genjuri. Das heißt, den Januar ganz entgiften, den Speck verlieren um die Hüften. Entschlackt das neue Jahr begehen. Machst du mit, das macht uns schön. So kaufe ich Detox-mäßig ein. Birkenzucker extra fein, Algenpulver, Kokosöl, Quinoa, Hirse, Maniokmehl. Doch wie wird daraus ein Gericht? Detox kochen kann ich nicht. Macht ja nichts, das kann ja warten. Ich werde mit Wasserfasten starten. Ich mache jetzt Detox. Ich entgifte mal total. Dadurch werde ich schöner, schlanker und vital. Ich mache jetzt Detox. Trinken ist das A und O. Wasser hat null Kalorien. Wer braucht denn schon Bordeaux? So trinke ich einen Tag nur Wasser. Mein Kreislauf schwankt, mein Teint wird blasser. Kraftlos frage ich Annette, ob sie nicht Rezepte hätte. Sie schickt mir direkt welche zu. Spinat mit Tofu, Pilzragout, rote Beete, Saft zum Start, Mangold, Fenchel, Minzsalat. Doch was sie alles ausprobiert, klingt mir viel zu kompliziert. Statt Möhren, Gurken, Tagliatelle, lieber ein Säftchen auf die Schnelle. Ja, so Smoothies, die gehen fixer, werf alles in den Turbomixer. Annettes Detox-Freundin Susi trinkt seit Tagen auch nur Smoothie. Ich mach jetzt Detox, ich entgifte mal total. Dadurch werd ich schöner, schlanker und vital. Das ist echt eine fiese Mischung, die ich in den Mixer steck. Doch was zählt, ist das Ergebnis. Er schreit, hat alle Gifte weg. Der Januar zieht sich zäh dahin, doch ich zieh's durch, es macht ja Sinn. Ich treff Annette im Café auf nen Mate-Ingwer-Tee. Verachtend schauen wir uns um, da am Nachbartisch. Wie dumm, was sind denn das für blöde Jane? Essen Torte, dazu noch Sahne. Bei diesem Tortenfresser gucken, fängt's mich langsam an zu jucken. Ich zittere, mir zuckt das Lied, ich werde schon paranoid. Aus der Vitrine schreien die Kuchen, willst du uns nicht mal versuchen? Der Kellner fragt, nen Bienenstich? Ich schrei, vergiften wollen sie mich, denn ich mach Detox. Es geht mir super duper gut. Hab schon gut 2 Kilo runter, mit Suppen, Smoothies, Superfood. Ja, okay, mit so einem Bienenstich könnten sie mich schon verführen. Ich komme im Februar wieder her, dann werde ich gern ein Stück probieren. Wann endet nur der Januar? Ich brauch bald Psychopharmaka. Ich lieg vor Hunger schon im Koma, seh aus wie meine eigene Oma. Verliere ständig an Gewicht, krieg schon Falten im Gesicht. Im Spiegel, was für eine Grimasse. Wird Zeit, dass ich was machen lasse. Ich mach jetzt Botox, ich vergifte mich total. Hab ne Mimik wie ne Maske, doch das ist mir egal. Mach ich Botox, bin ich glatter als die schönste Barbie-Puppe. Und das gänzlich ohne Sprossen. War Kamelinsensuppe. Ich esse jetzt wieder Hotdogs, trinke Whisky on the Rocks. Dann tanze ich in Slowfox in meinen Birkenstocks. Wie ich mich gerade hier durchbox, bin meine eigene Jukebox. Beschwerden bitte auf die Mailbox. Hauptsache, nie wieder Detox.